Mitten in der Wüste geht das Auto eines Geheimagenten mit dem Codenamen Anacleto kaputt. Was bedeutet, dass der Spion den Rest des Weges zu Fuß zu einem versteckten Gefängnis gehen muss, in dem alle Verbrecher, die er in seinem Leben gefangen genommen hat, festgehalten werden. Sein Ziel ist sein Erzfeind Vasquez, der seit 30 Jahren dort ist und jetzt in ein anderes Gefängnis verlegt wird, damit er seine verbleibenden 20 Jahre dort verbringen kann. Anacletos Mission ist es, den Transfer zu überwachen und Ärger zu vermeiden. Aber während der Reise erwähnt Vasquez Anacletos Sohn und impliziert, dass er ihn aus Rache verfolgen wird, was dazu führt, dass Anacleto die Herrschung verliert. Bevor der Spion jedoch etwas Dummes tun kann, schießen zwei mysteriöse Männer mit einer Panzerfaust auf den Van und bringen ihn zum Absturz. Anacletos Körper wird ziemlich erschüttert und er kann sich kaum bewegen, als das Fahrzeug landet. Also kann er nichts tun, als die mysteriösen Männer, die sich als Vasquez Kumpan, Butcher und Molekül herausstellen, seinem Chef bei der Flucht helfen. Vasquez schlägt Anacleto K.O., bevor sie gehen und Rache schwören. In der Stadt arbeitet Anacletos Sohn Adolfo zusammen mit seinem besten Freund Martin als Nachtwächter in einem Elektrogeschäft. Beide sind in den 30ern, haben aber noch nichts im Leben erreicht und gehen jeden Tag die gleiche langweilige Routine durch, nur um zu überleben. Jeden Morgen wird Adolfo von seiner Freundin Katja abgeholt, die auch Martins Schwester ist und als Ärztin arbeitet. Sie darf nie Musik machen oder ihren Tag mit ihrem Freund teilen, weil Adolfo schlafen will, sobald er ins Auto steigt, aber er weigert sich auch, einen Führerschein zu machen und Katja diese Arbeit zu ersparen und sie auch ausruhen zu lassen. Alles, was Adolfo tut, ist arbeiten, schlafen und Fernsehen. Und Katja hat dieses langweilige Leben satt, ganz zu schweigen von den ständigen Streitereien über das Autofahren. Schließlich gibt Katja auf, hält das Auto an und trennt sich von Adolfo. Sie erklärt, dass sie ein Leben mit mehr Abenteuer und Aufregung will und deshalb in einer Woche nach Indien zieht. Adolfo bleibt mitten auf der Straße zurück und versucht, seinen Vater um Hilfe zu rufen, weil er glaubt, er sei auf dem alten Bauernhof der Familie, weil er nie gewusst hat, dass Anacleto ein Spion ist. Leider ist Anacleto immer noch in der Wüste und sein Telefon wird zerstört, als er von zwei Freiheitskämpfern gefunden wird, die versuchen, ihn zu töten. Aber diese Männer sind nicht gut genug, um den besten Spion Spanien zu besiegen. Anacleto schlägt sich schnell bewusstlos, bevor er den Jeep stiehlt. Dann ruft er eine Zentrale seiner Agentur an, um mit The Boss zu sprechen und bittet um Unterstützung, aber es gibt noch mehr schlechte Nachrichten für ihn. Die Agentur hat schon seit einiger Zeit nicht mehr genug Budget, sodass sie weder einen Hubschrauber schicken, noch die Grenzen schließen können, um Vasquez zu stoppen. Anacleto muss alleine zurückkehren, aber The Boss verspricht, mindestens zwei Agenten zu schicken, um Adolfo im Auge zu behalten. Apropos Adolfo, am Abend wird er von Martin in eine Bar geschleppt, um ihn erfolglos aufzuheitern. Als sie entdecken, dass Katja auch in der Bar ist, beschließt Martin, sie wegen der Trennung zu konfrontieren, um seinen Freund zu verteidigen und beginnt einen Streit, der damit endet, dass die Geschwister streiten, wie sie es früher als Kinder schon getan haben. Ein Türsteher bemerkt das sofort und kommt, um sie auseinanderzuziehen, aber Katja trifft ihn dort, wo es am meisten wehtut und rennt mit Adolfo davon. Dieser Kampf war genau die Art von Aufregung, die sie gesucht hat und ihr Sieg hat sie in eine so gute Laune versetzt, dass sie Adolfo in seine Wohnung schleppt, damit sie die Nacht zusammen verbringen können. Die beiden von The Boss geschickten Agenten folgen dem Paar und parken draußen, um die Dinge im Auge zu behalten. Aber sie merken nicht, dass auch sie verfolgt wurden und man schaltet die beiden aus, sobald sie abgelenkt sind. Währenddessen versucht Adolfo mit Katja zu kuscheln, nachdem ihr kleiner Spaß vorbei ist, aber Katja stößt ihn weg, weil dies kein Zeichen dafür ist, wieder zusammenzukommen. Sie wollte nur, dass sie sich ordentlich verabschieden. Enttäuscht und weinend schläft Adolfo auf der Couch ein und bekommt mit, wie ein stämmiger Asiate in seine Wohnung einbricht. Aber er ist kein Dieb, wie Adolfo denkt, er ist ein Attentäter. Zwischen den beiden beginnt ein Kampf und während Adolfo Angst hat, verteidigt er sich unbewusst mit ziemlicher Geschicklichkeit, wodurch er dem Tod entgeht und sogar noch ein paar Treffer landet. Beide benutzen jeden Gegenstand, den sie finden und führen den Kampf schließlich ins Badezimmer, wo Adolfo den Attentäter packt und ihn durch das Fenster schmettert und ihn tötet, ohne es zu wollen. In Panik und mit Schuldgefühlen über das, was er gerade getan hat, geht Adolfo zu Katja, um ihr zu sagen, dass sie die Polizei rufen soll, aber in diesem Moment schlägt ihn eine mysteriöse Gestalt bewusstlos. Am Morgen wacht Adolfo mit deutlichen blauen Flecken im Gesicht auf. Als Katja eine Erklärung verlangt, erzählt Adolfo ihr, was passiert ist, aber er kann es nicht beweisen, weil die Wohnung auf magische Art und Weise sauber geworden ist und die Leiche verschwunden ist. Katja glaubt ihm nicht und denkt, dass er sich aus Mitleid selbst die blauen Flecke hinzugefügt hat. Adolfo verlässt die Wohnung und überlegt, was er als nächstes tun soll und ist überrascht, dass sein Vater in seinem alten Lieferwagen auf ihn wartet. Anacleto läuft zivil als Fleischer herum und er war es, der die Wohnung geputzt und die Leiche hinten im Lieferwagen versteckt hat. Er bietet seinem Sohn an, sich um seine Wunden im alten Familienhaus zu kümmern und ihn zu beschützen und Adolfo akzeptiert, also fahren sie den ganzen Weg aufs Land, wo ihr altes Bauernhaus immer noch steht, wie aus alten Zeiten. Sogar ihr alter Hund ist immer noch da. Sobald sie jedoch ankommen, versteckt sich Adolfo in seinem Zimmer und weigert sich, Zeit mit seinem Vater zu verbringen. So hat Anacleto zumindest etwas Privatsphäre, um den Boss anzurufen und zu bestätigen, dass es ihnen gut geht, aber kaum ein paar Minuten vergehen, bevor er weitere Attentäter findet, die hinter ihnen her sind. Den ersten findet er versteckt in einem Baum und ein erbitterter Kampf beginnt mit allen verfügbaren landwirtschaftlichen Werkzeugen, einschließlich einer Waffe, die Anacleto in seiner Kuh versteckt hatte. Schließlich können sie nicht verhindern, dass sich der Kampf ins Haus bewegt, wo Anacleto sein Bestes versucht, das Geheimnis vor Adolfo zu bewahren, indem er den Attentäter in der Küche versteckt, aber Adolfo kommt immer wieder zurück, um nach Snacks zu suchen. Er sucht nach allem, was keine Nüsse enthält, weil er allergisch ist und am Ende findet er heraus, dass sein Vater den Attentäter in den Fleischwolf steckt.
Als Anacleto sieht, dass er keine andere Wahl hat, gesteht er schließlich, dass er ein Geheimagent ist und Adolfo nimmt es nicht gerade gut auf. Er versteht, warum er als Kind viel Zeit allein auf einer langweiligen Farm verbracht hat, aber am meisten ist er entsetzt darüber, dass sein Vater Menschen ohne Reue tötet. Ihr Streit wird plötzlich durch die Ankunft weiterer Handlanger von Vasquez unterbrochen, die vor dem Haus das Feuer eröffnen. Anacleto verschwendet keine Zeit und enthüllt seinen geheimen Waffenvorrat, der aus irgendeinem Grund Kaugummi enthält, und teilt alles mit Adolfo, mit der Behauptung, er sei bereits ausgebildet worden. Als Erinnerungen an seine Kindheit seinen Geist überfluten, erkennt Adolfo, dass die Spiele, die Anacleto ihm aufgezogen hat, eigentlich Training waren, und erklärt, wie er es geschafft hat, unbewusst gegen den Attentäter zu kämpfen, der in seine Wohnung eingebrochen war. Adolfo weigert sich jedoch immer noch zu töten und Anacleto erledigt schließlich alle Schießereien selbst, einschließlich des Werfens von Kaugummi auf den Boden, weil es eigentlich eine Bombe ist. Alle Handlanger sterben, ohne Anacleto oder seinen Sohn auch nur zu berühren, aber derjenige, der versehentlich die Bombe aktiviert, ist der Hund, der bei der Explosion stirbt. Adolfo will zur Polizei gehen, aber Anacleto lässt das nicht zu und muss seinen eigenen Sohn fesseln, um ihn in den Van zu stecken. Sie müssen die Farm so schnell wie möglich verlassen, weil sie nicht mehr sicher sind. Auf dem Weg in die Stadt gesteht Anacleto, dass auch Adolfos verstorbene Mutter eine Spionin gewesen war. Währenddessen bekommt Vasquez Besuch von The Boss, der seine Bezahlung dafür will, dass er seinen besten Agenten verraten hat. Als Vasquez ihm nur ein paar Dollar gibt, weil er nach 30 Jahren im Gefängnis kein Geld hat, gibt ihm der Boss 24 Stunden, um es zu bekommen, wenn er keine Konsequenzen haben will. Ein paar Stunden später erreichen Anacleto und Adolfo das Hauptquartier der Spionageagentur, das sich in einem Postgebäude versteckt. Zu Anacletos Schock ist jeder einzelne Arbeiter dort tot, offenbar durch Gift. Sie müssen in Notfällen zu der zugewiesenen Stelle gehen, aber als das Duo zum Parkplatz zurückkehrt, finden sie die Attentäter, die versuchen zu gehen. Sie öffnen sofort das Feuer auf Anacleto, der es nur schafft, einen Kerl zu töten, bevor er ihm ein Walkie-Talkie stiehlt und mit seinem Sohn zum Aufzug zurückkehrt. Adolfo flippt aus, weil er bemerkt, dass Anacleto von einer Kugel getroffen wurde. Aber Anacleto kümmert sich nicht darum und konzentriert sich darauf, Vasquez anzurufen, um ihm zu sagen, dass er sich für den Tod seiner Freunde rächen wird. Der Fahrstuhl bringt das Duo auf das Dach des Gebäudes und da die Schergen immer noch hinter ihnen her sind, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als auf der Straße auf einen Lastwagen zu springen. Adolfo überrascht sich selbst mit einer anständigen Landung, aber Anacleto blutet und wird alt, also wird er nur noch mehr verletzt. Er weigert sich, ins Krankenhaus zu gehen, weil es gefährlich ist, was bedeutet, dass Adolfo ihn zu Katjas Haus schleppen muss, um sie um Hilfe zu bitten. Katja ist nicht sicher, ob sie die Geschichte des Geheimagenten glaubt, aber Adolfo will nicht gehen und ihre Eltern werden neugierig, was sie dazu veranlasst, Adolfo und Anacleto in ihr Zimmer zu bringen, während sie dort vorgibt, nur mit Adolfo eine gute Zeit zu haben. Die Dinge werden unangenehm, als Katja jemanden braucht, der Adolfo hilft, Anacleto festzuhalten, während sie sich um seine Wunden kümmert. Sie schleift Martin ebenfalls ins Zimmer, was dazu führt, dass die Eltern denken, dass ihre Kinder etwas zu offen sind. Einige Zeit später, nachdem Adolfo und Martin eingeschlafen sind, schimpft Katja mit Anacleto, weil er sein Leben vor seinem eigenen Sohn verborgen hat und beschuldigt ihn, Adolfo zu einer zu langweiligen Person gemacht zu haben, indem er ihn auf der Farm gehalten hat. Währenddessen erhält Vasquez Informationen über Anacletos Aufenthalt und schickt Butcher und Molecule hinter ihn her. Am nächsten Morgen wachen Adolfo, Katja und Martin auf und entdecken, dass Anacleto Frühstück gemacht und Wahrheitsserum in den Orangensaft gekippt hat, um Katjas Eltern zu verhören. Nachdem alle versehentlich einige peinliche Geheimnisse preisgegeben haben, gibt die Mutter zu, dass sie Vasquez seit 2 Jahren Informationen verkauft und dass die Handlanger auf dem Weg zur Wohnung sind. Die Gruppe schleicht sich über die Feuerleiter durch das Fenster hinaus und während Anacleto zurückbleibt, um das Feuer auf den Feind zu eröffnen, rennen Martin, Adolfo und Katja davon. Leider ist Martin nicht schnell genug und bleibt zurück, aber die Handlanger lassen ihn trotzdem in Ruhe, weil sie Adolfo wollen und treiben ihn in einem Einkaufszentrum in die Enge. Adolfo schafft es mit den Techniken, die sein Vater ihm beigebracht hat, einen guten Kampf hinzulegen, aber keine Faust kann irgendwas gegen Molecules Taser anrichten. Adolfo bringt ihn zu Boden, während Butcher Katja gefangen nimmt. Das Paar wird zu Vasquez Versteck gebracht, wo er Katjas Auge verletzt, um Adolfo zu gestehen, wo er zugestimmt hat, sich mit seinem Vater zu treffen. Treffpunkt ist der Bahnhof, wo sich Anacleto und Martin mit Gemeno treffen, einem Agenten, der verdeckt als Landstreicher arbeitet und sie mit dem noch lebenden Boss in Kontakt bringt. Anacleto hat jedoch viele Male mit The Boss Karten gespielt und erkennt sein verlogenes Gesicht, also erschießt er ihn, als er vermutet, dass er die ganze Zeit mit Vasquez zusammengearbeitet hat, einschließlich der Tatsache, dass er Molecule und Butcher die Van-Route für den Gefängnisausbruch gegeben hat. Der Grund dafür ist, dass er wusste, dass die Agentur wegen des fehlenden Budgets bald geschlossen werden würde und er wollte eine Mission schaffen, die groß genug ist, um zu zeigen, dass sie gebraucht werden. Der Boss lügt nicht, wenn er sagt, dass er nicht weiß, wo Adolfo ist, also lässt Anacleto ihn unter Gemenos Aufsicht, während er einige versteckte Waffen zurückholt, die er mit Martin teilt, der sich versehentlich in den Fuß schießt. Plötzlich rennen Zivilisten voller Angst aus der Station, als sie die Ankunft von Katja und Adolfo sehen, die durch eine Bombe aneinander gefesselt sind. Ein Kind nähert sich Anacleto, um ihm ein von Vasquez gesendetes Telefon zu geben, der erklärt, dass die einzige Möglichkeit, die Bombe zu deaktivieren, darin besteht, Adolfos Herz zu stoppen. Wenn sie etwas berühren, wird es nur noch schneller explodieren. Ein Bombenkommando wird von der Polizei geschickt, aber sie finden keine Lösung, also bittet Anacleto alle zu gehen, um einen Moment allein mit seinem Sohn zu sein. Als sie sich an die gemeinsamen alten Zeiten erinnern, gesteht Anacleto, dass er nicht mehr so viel
Angst hatte, seit seine verstorbene Frau allergisch auf Nüsse reagierte, weil er nichts dagegen tun konnte, im Gegensatz zu echten Schurken, die er schlagen kann. Diese Erinnerung bringt ihn auf eine Idee, also beeilt sich Anacleto, um ein paar Erdnüsse aus einer Maschine und eine EP-Spritze vom Notfallteam zu holen. Der Plan ist es, Adolfo einen anaphylaktischen Schock zu versetzen, um sein Herz zum Stillstand zu bringen, die Bombe loszuwerden und ihn zurückzubringen mit der Injektion. Adolfo ist verängstigt, will es aber versuchen, und als die Bombe endlich weg ist, erwecken ihn die gemeinsamen Bemühungen von Katja und Anacleto wieder zum Leben. Die Mission ist jedoch noch nicht vorbei. Anacleto ist sich sicher, dass Vasquez immer noch im Gebäude ist, und er hat recht. Er war als Teil des Bombenkommandos verkleidet. Ohne zu zögern, jagt er seinem Feind nach und Adolfo beschließt, mit ihm zu gehen, um ihm zu helfen, da er verletzt ist, wofür er von Katja einen Glückskuss erhält. Anacleto und Adolfo finden die Bösewichte auf dem Parkplatz, wo Vasquez versucht, sich in einem Auto zu verstecken, während Molecule das Feuer eröffnet. Diesmal aber zögert Adolfo nicht und tötet ihn ohne Reue. Butcher ist auch hinter ihnen her, also schleicht sich Anacleto in das Büro der Wache, um sich ein paar Autoschlüssel zu schnappen und mit den Knöpfen die Türen zu zufälligen Fahrzeugen aus der Ferne zu öffnen, wodurch Butcher effektiv dazu gebracht wird, vor ihn wegzuschießen. Leider sieht Butcher ihn trotzdem, als er sich umdreht und schafft es, ihn zu treffen, was dazu führt, dass Adolfo seinen Vater in ein Auto zerrt und ihn bittet, ihm das Fahren auf der Stelle beizubringen. Adolfo ist ein schrecklicher Fahrer, der nicht weiß, was er tut, aber zumindest endet diese Tollpatschigkeit damit, dass er Butcher versehentlich gegen eine Wand schmettert. In diesem Moment taucht Vasquez in einem Van auf und fährt mit der Absicht, sie zu töten, auf sie zu, sodass Anacleto ziemlich schnell aus dem Auto steigt, aber Adolfos Sicherheitsgurt klemmt. In seinem verzweifelten Versuch, seinen Sohn zu retten, durchtrennt Anacleto den Sicherheitsgurt mit einer Kugel und stößt Adolfo hinaus, wobei er stattdessen selbst von dem Lieferwagen getroffen wird. Weinend wiegt Adolfo seinen Vater in seinen Armen, als Anacleto seine letzten Worte sagt. Er entschuldigt sich für die schlechte Kindheit, die er zu bieten hatte, und sagt Adolfo, dass er stolz auf ihn ist. Vasquez lebt noch und rennt aus dem Parkplatz, also schnappt sich Adolfo Anacletos Waffe und geht ihm nach. Er gibt vor, sich in einem Korridor zu verirren und fordert Vasquez auf, sich ihm von hinten zu nähern, weil er glaubt, er habe gewonnen. Aber das alles ist nur ein Trick, um ihn dazu zu bringen, auf das Kaugummi zu treten. Die Explosion tötet Vasquez und Adolfo entfernt sich gerade noch rechtzeitig. Einige Zeit später begräbt Adolfo mit Hilfe seiner Freunde Anacleto auf der Farm und verabschiedet sich mit herzlichen Worten von ihm. Danach erzählt Adolfo Katja, dass dieses Abenteuer ihm klargemacht hat, dass sie recht hatte und dass er auch Aufregung in seinem Leben haben will. Aber sie gibt zu, dass es für sie das Gegenteil war. Katja hat genug Ängste für ihr Leben gesammelt und will jetzt ein ruhiges Leben zu Hause. Das heißt, sie will immer noch nicht wieder mit ihm zusammenkommen. Anacleto findet sich mit einer offenen Tür wieder, um ein neues Leben zu beginnen, und startet die Spionageagentur mit Martin als neuem Chef im Büro neu. Adolfo nimmt den Codenamen seines Vaters an, wird der neue Anacleto und bekämpft das Verbrechen, beginnend mit der Wüste, um die Freiheitskämpfer zu finden, die damals seinen Vater angegriffen haben. Und